Immer wieder wird Matthäus 24, die sogenannte Endzeitrede, auf die heutige Zeit bezogen, was aber definitiv falsch ist. Ich möchte das kurz erklären. Die Jünger stellen zu Beginn vier Fragen, wobei die zwei letzten Fragen insbesondere Aufschluss geben über diesen Sachverhalt. Sie fragen nach den Zeichen seiner Ankunft, also nach den Zeichen der Ankunft Jesu Christi und die Zeichen der Vollendung des Zeitalters. Was meinten sie damit? Sie stellen die Fragen aus jüdischer Perspektive und die Ankunft ist, wenn Jesus Christus ankommt als Messias, um zu herrschen, um seine Königsherrschaft aufzurichten und die Vollendung des Zeitalters ist der Beginn seiner Königsherrschaft als Messias. Das war die Naherwartung der Juden und dafür wollten sie Zeichen. Und Jesus Christus nennt ihnen diese Zeichen und er unterteilt die Zeit in zwei Abschnitte, in die sogenannte Anfang der Wehen, also Vorwehen, und das Ende, dem Ende, bis er in Vers 30 wiederkommt. Das ist seine Ankunft, wo er erscheint, sichtbar auf der Erde, um seine Königsherrschaft aufzurichten. Und wir wissen aus der Prophetie, dass Jesus Christus am Ende der siebenjährigen Drangsalszeit wiederkommt. Das ist seine Erscheinung, wo er sichtbar und persönlich auf die Erde kommen wird, um als Messias seine Königsherrschaft, sein tausendjähriges Reich aufzurichten. Das ist die Ankunft. Nun, die Jünger konnten nicht ahnen, dass vom Zeitpunkt, als sie die Frage stellten, bis zu seiner Ankunft in der Zukunft über 2000 Jahre vergehen würden. Das konnten sie nicht wissen. Aber wir wissen aus der Prophetie, dass unmittelbar vor seiner Ankunft es einen Abschnitt geben wird von 7 Jahren, die siebenjährige Drangsalszeit. Und die kann eingeteilt werden in 3,5 Jahre plus 3,5 Jahre. Und darauf bezieht sich Matthäus 24. Matthäus 24 bezieht sich explizit auf diese 7 Jahre. Und in diesen 7 Jahren wird es die Zeichen seiner Ankunft geben, bis er in Vers 30 ankommen wird als Messias. Und diese Zeit kann man einteilen in die Zeit der Anfang der Wehen, das sind die erste 3,5 Jahre und die zweite 3,5 Jahre, die große Drangsal genannt wird, beziehungsweise das Ende. Und darauf bezieht sich Matthäus 24. Matthäus 24 bezieht sich explizit auf die Drangsalszeit, auch wenn man gewisse Parallelen sehen kann in Matthäus 7, die es heute schon gibt, Kriege und Seuche und so weiter, aber eigentlich im absoluten Sinne geht es hier um den expliziten Zeitabschnitt der siebenjährigen Drangsalszeit, bis er wiederkommen wird als Messias, um seine Königsherrschaft, das tausendjährige Reich, aufzurichten.